der neue S22 und ich habe die Ehre hier, Wolfgang Terflo zu begrüßen. Hallo. Wolfgang, S22, der S21, der Vorgänger war schon hervorragende Reifen. Ja. Warum S22? Warum sollen wir jetzt vom S21 zum S22 wechseln? Ja, Zielsetzung war es einfach, den Reifen noch ein bisschen sportlich auszulegen. Mhm. Speziell die Kontur am Vorderrad hat sich etwas verändert, spitzer, man kann deutlich engere Kurvenradien fahren. Das Motorrad fährt dahin, wo man hin will. Am Hinterrad sind die Profilrillen etwas weiter in die Profilmitte gerückt, um die Nasshaftung auch gerade bei geradeausfahrt, also der Reifen hat so gut wie kein Wheelspin mehr, selbst wenn man voll ans Gas geht auf der Geraden. Okay, wir sprechen jetzt genau von dieser Ecke hier, von diesem Patch. Von der Ecke, dass hier eben halt die Wasserableitung besser funktioniert, um halt den Wheelspin, das ist halt beim S21 etwas weiter auseinandergerückt und deswegen hat der Reifen dann sogar eine deutlich bessere Nasshaftung beim geradeausbeschleunigen, was zwar nur selten vorkommt, aber das war sowas so. So eine kleine Beigabe. Hinzu hat er halt eine neue Mischung mit einer veränderten Molekularstruktur, was noch dazu führt, dass er bei gleicher Laufleistung eine bessere Haftung hat, sowohl im Trockenen als auch im Nassen. Ja. Was ist das zum Thema aktuell? Einige Hersteller gehen ja an den Kanten bei den Tourenreifen, teilweise, was heißt andersrum, bei den Sportreifen, teilweise auch sogar bei den Tourenreifen auf Ruß. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr da auch mit Ruß reingemischt oder habt ihr gesagt, nein, hat keinen Sinn, weil? Ja, Ruß macht in der Form keinen Sinn, weil man eben zu viele Nachteile einkauft in puncto Nasshaftung. S22 ist halt ein Produkt, was normal auf der Straße, aber auch hier und da mal für ein paar Runden auf der Rennstrecke eingesetzt werden kann. Und das ist halt ein Produkt, was bereits mit von einer Außentemperatur von 5 Grad bereits funktionieren sollte. Ne? Also wir sprechen ja hier über Alltagsmotorräder, die ja im Alltag bewegt werden und unter allen Bedingungen immer noch funktionieren müssen. Und da ist Silikagummimischung immer noch das Nonplusultra, um genau diese Dinge wie Nasshaftung, Kalthaftung in allen Bereichen auch sicherzustellen. Das heißt, ich fasse mal zusammen, bitte korrigiere mich, falls ich da einen Fehler reinhaue. Verbesserte Nasshaftung, besseres Handling durch eine spitzere Kontur, kein Nachteil an den Kanten durch Rußmischung, wie wir es von Mitbewerbern haben, nach dem Motto, ist es feucht, darfst du nur bis maximal 30 Grad fahren. Hier kann man noch mal ein bisschen Performance zeigen, wenn man mag. Ja. Und das sind die entscheidenden Facts zum neuen S22. Genau. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Ich danke Alles auch. Gute. Ciao. Alles klar.